Mit der Neufassung der Heilmittelrichtlinie wurde jetzt auch ein neues Verordnungsformular eingeführt. Ich bin ja immer so ein bisschen genervt, schon wieder ein neues Formular, jetzt muss ich mich wieder neu reinfuchsen, jetzt muss ich allen wieder neu erklären. Hat es auch Vorteile für mich? Mit der Neufassung werden 3 alte Formulare aussortiert und ein neues Formular neu begonnen, und zwar für alle Heilmittelrichtungen. Das ist schon ein echter Vorteil. Wir haben ein Formular für alle Geschichten, das heißt, wir haben einheitliche Abläufe und egal welches Heilmittel der Arzt verordnet, ist es immer das gleiche Formular. Das heißt, er kann das üben und er kann immer das Gleiche machen und es stört nicht mehr. Das ist ganz gut. Alle Erklärungen laufen gleich. Insofern müssten die Verordnungen eigentlich qualitativ besser ausgefüllt werden und eine größere Anzahl von Verordnungen sollte auf Anhieb gültig sein. Das klingt gut. Ja, der Lieblingsfehler aller Therapeuten, ne, also der Arzt stellt ein Ergotherapie-Rezept aus und druckt es auf ein Physiotherapie-Rezept aus. Ne, so das, der Standardverfahren in Orthopädiepraxen. Das kenne ich. Genau, den Fehler gibt es nicht mehr. Und wenn das dann mal falsch angekreuzt ist, für welche Fachrichtung das ist, dann kann man das als Therapeut sogar selbst korrigieren ohne Rückfrage. Das ist doch cool. Das ist echt klasse. Und wer sich und seine Praxis jetzt auch vorbereiten möchte auf Oktober 2020, der kann jetzt den Heilmittelkatalog bestellen bei uns im Shop. Ab Juli ist er lieferbar.